Ja, ich begrüße recht herzlich heute hier in der European Business Academy Herrn Hubertus Wesemann von Wesemann Consulting. Herr Wesemann ist ein interessanter Mensch, den ich heute Ihnen gerne einmal vorstellen möchte. Herr Wesemann, ja, Sie sind schon lange erfolgreich in Unternehmen tätig gewesen. Seit 2012 sind Sie als Coach, als Trainer, als Berater und als Mediator unterwegs. Es ist eine spannende Angelegenheit. Jetzt ist es so, ich frage mich, wie kommen Menschen dazu? Wie kam es dazu, dass Sie Ihr Wissen, Ihr Können und Ihre Erfahrung weitergeben wollten? Irgendetwas muss das hier ausgelöst haben, dass Sie sagen, ich möchte das gerne machen. Was ist passiert? Ja, in die Selbstständigkeit zu gehen bedeutet für mich in erster Linie, frei entscheiden zu können, frei handeln zu können, das heißt selbstbestimmt zu sein. Und das Ganze dann auch eigenverantwortlich umsetzen zu können in dem Unternehmen, das ich gegründet habe. Wie ist es dazu gekommen? Ja. Durch eine eigene, durchlebte Sinnkrise seinerzeit, das Ganze zum Anlass genommen, sagen, mach was aus deinem Leben. Und das Ganze verpackt mit meinem Reifeprozess in der zurückliegenden Zeit in diesem Unternehmen, das zum Anlass genommen und dann die Entscheidung getroffen. Du machst dich selbstständig und ich bereue bis heute keinen einzigen Tag und es war die richtige Entscheidung. Das finde ich spannend. Ich kenne viele Führungskräfte und Manager, die genau Ähnliches durchlebt haben. Die haben Höhen und Tiefen durchlebt. Ja. Und wenn einer sagt, alles ging immer nur glatt, das glaube ich dir nicht. Und deshalb ist es so wichtig, Menschen, wenn sie gerade mal in einer Krise sind oder einfach auch nur ein kleineres Problem haben, wirklich zu helfen, Schritt voranzukommen. Dann ist manchmal Hilfe von außen, die mit anderen Augen guckt, denn wenn man so Scheuklappen im eigenen System hat, klappt das nicht. Das haben wir oftmals im Leben, ja. Genau. Scheuklappen, hatte ich auch viele Jahre und diese Erkenntnis dann gewonnen zu haben, sagen, so kann es nicht weitergehen und bin jetzt heute da, wo ich hin wollte und auch noch weitergehen werde. Spannend. Dankeschön. Ja, Herr Wesemann, Sie haben Wesemann Consulting gegründet und dieses Unternehmen Wesemann Consulting steht für Coaching, für Training und für Mediation. Wer sind Ihre Klienten? Wer sind Ihre Auftraggeber? Zu meinen Klienten in erster Linie zählen Privatkunden, die im Personal Coaching nach Lösungen und Antworten suchen, die ich sag mal, Sinnkrisen durchleben und einfach keine Fragen darauf haben, wie geht es weiter im Leben. Zu den weiteren Kunden zählen Unternehmen, die im Bereich von Mitarbeiterschulungen auch einen gewissen Bedarf sehen, wenn es um Training geht, zum Beispiel Verkaufstraining. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Mediation, die ich auch sehr als einen Fokus im Fokus sehe, wo hier das Thema Konfliktmanagement reinspielt, was ein sehr spannendes Thema ist. Das stimmt, denn Mediation ist in vielen Köpfen noch gar nicht so bekannt. Ja. Ein Mediator ist sozusagen ein professioneller Konfliktmanager. So sehe ich das, ja. Mhm. Und wenn die Menschen schaffen würden, ihre Konflikte alleine zu lösen, dann bräuchte man sie gar nicht. Dann bräuchte man diese Spezies Konfliktmanager oder auch, ich sage jetzt mal, Mittelsmann oder auch neutrale Person, die sich um solche Konflikte auch kümmern kann, bräuchte man nicht, das ist richtig. Genau. Ich habe erlebt, vor Gericht sind, wenn dort Konflikte behandelt werden, sind die Lösungen meistens nicht besonders gut. Der Vergleich, der dabei rauskommt, ist eher so ein Lose-Lose-Produkt. Und der Mediator, wie ich gehört habe, soll dafür dienen, dass es ein Win-Win gibt. Richtig. Das, was Sie gerade sagten, wir durchleben oftmals Kompromisse im Leben. Kompromisse ist immer eine, ich sage erstmal, einseitige Geschichte. Es ist also ein fauler Kompromiss. Wir sprechen in der Mediation von Konsens, einen Konsens, also einvernehmliche Lösung beider Konfliktparteien, wo es dann letztendlich dazu zu einem Konsensvertrag kommen kann, der dann auch, ich sage jetzt mal, über Shake Hands besiegelt wird. Ja, was ich auch festgestellt habe in der Mediation, häufig ist es ja nicht nur ein Sachthema, wo der Konflikt drin hängt, sondern auch ein emotionales Thema. Und das Besondere, wie ich gehört habe, heißt, dass ein Mediator auch mit den emotionalen Themen besonders gut umgehen kann. Hier spielt ganz stark ein Management rein, das, was ich mir auf die Fahne geschrieben habe, über Emotionen in die Konflikte zu gehen, beide Konfliktparteien konfliktfähig zu machen. Das hört sich immer so spannend an, wie fähig machen. Ja, wenn wir Parteien konfliktfähig machen können und sie es dann sind, haben wir eine sehr hohe positive Abschlussquote im Konsens. Ja, das kann ich so bestätigen.
Genau, weil Richter häufig mit Emotionen nicht umgehen können und auch nicht dürfen. Genau, sie versachlichen vieles. Ja. Genau. Und häufig sind einige Konflikte halt emotionsgetragen, ja, genau. Sogar bis hin zu Rache. Ja. Und das kann ein Richter gar nicht lösen. Ja. Und ein Mediator ist ein Profi dafür, genau. Um diese Themen dann aufnehmen zu können. Das Schöne als Mediator, Sie können alle Register ziehen, die es im Leben gibt. Mediator kann in ganz vielen Rollen schlüpfen, je nach Situation. Und das macht das Ganze so spannend. Also auch Rollen auszuleben, die man so im wirklichen strengen Alltag gar nicht ausleben kann, kann man als Mediator wunderbar gestalten. Daher liebe ich so diese Funktion als Mediator. Prima. Und an die entsprechende Lösung kann man ja gut weiterführende genau. Sachen wie Training und Coaching auch noch anschließen. Genau. Dann passt das sozusagen, ist aus einem Guss richtig. Das Ganze. Infolgedessen kann man dann auch andere Methoden dann nochmal individuell mit den Klienten im Einzelnen umsetzen, im Bereich Coaching, im Bereich der Persönlichkeitsveränderung etc. Ja, genau. Danke. Ja, danke, Herr Wesemann. Bitte. Herr Wesemann, angenommen ein Manager, eine Führungskraft kommt zu Ihnen in die Coaching-Praxis, wie helfen Sie ihm, gute Lösungen zu generieren? Ja, gerade Führungskräfte und Manager, die im Business-Alltag einem gewissen Druck ausgesetzt sind, diesen Druck von unten und auch von oben, diese Positionen bedarf eine, ja, ich sage jetzt mal, hohe psychische und auch physische Kraft, die in diesen Positionen auch gefordert sind. Aber auch hier kommt es oftmals dann zu gewissen Einbrüchen, wo dann auch ein Manager irgendwo dann auch diesem Druck nicht mehr standhalten kann. Wichtig für diese Klientin ist es, diese Signale frühzeitig zu erkennen, um auch dann dementsprechend reagieren zu können und auch Hilfe zu suchen. Ja. Wichtig ist in der Begegnung eine ausführliche Anamnese, das heißt erstmal eine Bestandsaufnahme. Was ist das Anliegen? Was für Sorgen und Nöten liegen hier vor? Was ist das konkrete Thema, das dann auch herausgearbeitet wird? Und auch eine Zielvereinbarung getroffen wird, wo soll das Ganze begleitend hinführen im Coaching. Und es gibt hier keine pauschalen Lösungsansätze, wo man jetzt sagen kann, das und das kann greifen, das funktioniert. Es gibt hier individuelle Lösungen, die dann im Einzelnen herausgearbeitet werden können. Und wichtig ist zu Beginn jeder Begegnung das gegenseitige Vertrauen, was mitgebracht werden muss. Das ist wichtig, ja. Das stimmt. Ohne Vertrauen funktioniert das überhaupt nicht. Ja, deswegen muss man hier auch nochmal ganz deutlich nennen. Dankeschön. Bitte. Herr Wesemann, was ist Ihre Motivation, anderen Menschen mit Ihrem Können zu helfen? Meine stärkste Motivation ist es, Klienten Wege aufzuzeigen, damit sie ihre Wünsche und Bedürfnisse erfüllen können, Fragen, die sie haben, auch Antworten finden, verborgene Ressourcen, die in uns stecken, auch herausgearbeitet werden können. Das ist so meine stärkste Motivation. Ja. Prima, denn ohne Motivation, das heißt ja, etwas in Bewegung zu setzen, richtig, genau. Geht es nicht. Ja. Und ich merke daraus gerade, was Sie mir erzählen, dass Sie selbst sehr motiviert sind und mit Ihrer Motivation andere Menschen natürlich auch noch weiter motivieren wollen. Genau. Meine Motivation, die seinerzeit dann auch, ich hatte es eingangs gesagt, durch eine selbstdurchlebte Sinnkrise mal entstanden ist, motiviert zu sein, sich am Schopfe zu packen und sagen, ja, ich suche jetzt nach Antworten, ich habe viele Fragen und suche mir jemanden, der das Ganze mit mir arbeiten kann. In dieser Position sehe ich mich. Wichtig hier im Fokus steht auch für beide Seiten eine Win-Win-Situation, die für beide einen sehr hohen Mehrwert erzielen kann. Und das ist auch so ein Ansatz, den ich so für wichtig halte. Herzlichen Dank. Herr Wesemann, wie kann ich mir ein Einzelcoaching konkret vorstellen? Wie sieht bei Ihnen eine Sitzung aus? Diese Frage ist nicht ganz so pauschal zu beantworten. Das Ganze ist je nach Situation, nach Anliegen zu unterscheiden, je nachdem, wie sich die Situation auch darstellt. Wichtig ist hier erst einmal das Vorgespräch mit dem Klienten zu führen. In diesem Vorgespräch gehen wir also in die Bestandsaufnahme. Eine, sagen wir, sehr gute Analyse ist hier dann auch hilfreich für das weitere Vorgehen. Eine klare Zielausrichtung gemeinsam mit dem Klienten, zu vereinbaren. Eine auch klare Umsetzung dann in den To-Dos. Das heißt, den Klienten in
neue Handlungswege zu bringen. Das ist so mein Anspruch dann auch und sollte auch Anspruch des Klienten sein. Und auch ganz wichtig ist hier eine Schweigepflicht, die letztendlich dann auch den Klienten schützen soll. Das möchte ich hier nochmal deutlich nennen. Ja. Ja, prima. Also das heißt, vom Problem zur guten Lösung. Richtig. Prima. Genau. Lösungsorientiert, genau, arbeiten, das ist so auch mein Anspruch hier. Dankeschön. Bitte. Herr Wiesemann, wie kommt man zu Ihnen? Wo findet man Sie? Ja, wo findet man Wiesemann Consulting? Ich bin ansässig im Großraum Braunschweig-Salzgitter, ganz konkret im Ort Haferla. Dort habe ich meine Geschäftsräume. Oder über online, über die jeweiligen Links, einfach den Namen Hubertus Wiesemann oder wiesemann-consulting.de eingeben und dann landen Sie auf meiner Internetseite. Herr Wiesemann, ich wünsche Ihnen alles Gute für Sie und Ihre Kunden. Dankeschön, dass Sie hier waren. Auch Ihnen möchte ich diesen Dank aussprechen, Herr Hanisch. Vielen Dank für das Gespräch. Danke. Sehr gerne.